Ja, guten Morgen. Es ist Freitag, was, der 27. August oder so. Wir sind auf Zadar, weil nur dann fährt die Fähre, sonst müsste ich viel zu lange warten oder weiter auf Split. Und das sagt mir auch nichts. Also habe ich mich halt entschieden, heute trotzdem nur mal 75 Kilometer zu machen und irgendwie 600-700 Höhenmeter. Obwohl, dass ich das gestern schon dabei habe. Campingplatz, absolut mal etwas Sauberes gewesen. Die sanitären Anlagen, tipptopp. Auch günstig, 100 Kuna, nicht einmal habe ich gezahlt. Allerdings kannst du nur duschen vom Abend um 6 Uhr bis morgen um 10 Uhr. Tagsüber ist Duschen verboten, nur kaltes Wasser oder was. Ich habe zwei prima feine Kerlis kennengelernt, der Mirko und der André, zwei Deutsche. Hast du gefragt, ob du gegen einkaufen kannst? Du meinst, ja, ich gehe gegen ins Restaurant. Gefragt, ob du vielleicht ein Bier mitbringen könntest. Prima fein gewesen, wir haben am Abend noch ein Bier gebracht. Heute noch ein bisschen philosophiert über ihre Töpfe und über das Velo und über das Reisen. Interessant war. Es ist jetzt so 8 Uhr. Gerade losgefahren. Ziemlich windstill. Noch kühl. Heute soll es irgendwie um die 30 Grad werden. Das geht noch gerade so. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Gegenwind. Sollte gehen. Ja, wird gut kommen heute. Am Abend um 10 Uhr fährt die Fähre los, um 8 Uhr muss ich da sein. Dann fahre ich die ganze Nacht durch bis am Morgen um 7 Uhr. Und dann sind wir in Ancona, Italien. Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Dann fahre ich dann da irgendwo auf den Zeltplatz. Und dann fahre ich da Richtung Massa Marittima in die Toskana. Ich gehe schauen, dass ich jetzt Bimsi, der Michi, die beiden Annas, wer kommt auch noch? Jasmin kommt scheinbar auch noch. Dann gehen wir da mal schauen. Die sind am 3. September dann da. Das sind irgendwelche 300 bis mehr als 300 Kilometer von Ancona auch weg. Das hat den 5 Tage geschafft. Das heisst, es geht dann eigentlich gerade alles zusammen prima fein auf. Wenn ich vielleicht noch einen Tag, zwei Pause mache. Und wenn ich dann auch nicht am 3. September da bin, auch gleich. Wir sind ja eine ganze Woche da. Dann werden wir nachher schauen, wie es weitergeht. Aber jetzt fahren wir zuerst einmal Mädchen los. Ja, also bis jetzt ist das heute eine geile Sache. Die Temperatur stimmt. Es hat keinen Wind. Es hat bis jetzt kein Auto. Komm, super gut vorwärts mal zur Abwechslung. Es hat bis jetzt auch noch keine grossen Steigungen gehabt. Die sehe ich erst jetzt da vorne, dass langsam eine kommt. Das Wasser ist sehr klar. Herrliche Sache so. Es geht immer so gleich hier. Wieder rein in die Bucht. Da ist man hier vom Tal. Wo der Wind einem entgegenkommt. Normalerweise geht es eher nitschig in die Richtung. Und dann, wenn man aus dem Tal wieder eine Mühsa kommt, hat man Rückenwind. Und dann geht es eher wieder rutschig. Das ist so das Muster. Aber wie ihr seht, hier super schön klares Wasser. Sollte man eigentlich schon mal tauchen. Ja, irgendwas scheint da ein Unfall zu sein. Oder ich weiß auch nicht, warum, dass wir jetzt alle müssen halten hier. Aber immerhin sind wir nicht drinnen verwickelt. Dann lassen wir den da nachher die alle gerade schnell gehen, bevor wir weiterfahren. Dann schauen wir doch bei der Gelegenheit ganz schnell mal an auf die andere Seite.
Da bei der Insel hat es jetzt doch ein bisschen etwas Gries noch. Im Meer hat es extrem viele Bojen. Ich nehme an, das sind einfach Untiefen. Ja, cool, ich bin jetzt Zadar am Hafen. Leider am Personenhafen, nicht am Fahrzeughafen. Jetzt müssen wir noch zum Fahrzeughafen, das sind nochmal 5 Kilometer. Ja, noch. Heute keine Sache mehr, spielt keine Rolle mehr. Nach über 70 Kilometern ist das ein Pappenstiel. Ja, wenn wir schon mal hier sind, he? Machen wir gerade ein paar Filter hier. Ich fahre hier gerade mit der Turinerin auf das Marco Polo. Wird der hier mal warten? You have your Ferrari there. Ja, ja. Ja, jetzt geht es noch 5 Minuten, bis wir losfahren. Absolut nicht langweilig. Die Elena sagt mir da, wann ich soll weiterfahren künftig. Ist cool. Absolut nicht langweilig. Ciao, ciao, Kroatien. Never again. Thank you very much.